Hallo, ich bin Marco von reisenachatlantis.de und viele haben mir gesagt, dass ich ein bisschen langsam rede. Deswegen rede ich mal jetzt ganz schnell. Nein, so schnell möchte ich nicht reden. Aber die Sache ist, dass ich auch noch einen anderen YouTube-Kanal habe, wo ich Menschen Deutsch beibringe. Und wegen diesem YouTube-Kanal habe ich mir angewöhnt, auch recht langsam und deutlich zu sprechen. Und diese Angewohnheit habe ich anscheinend auch übertragen auf diesen YouTube-Kanal. Und ich möchte natürlich nicht für euch ganz langsam reden und ganz deutlich. Deutlich schon, aber nicht unbedingt ganz langsam, weil ich annehme, dass ihr deutsche Muttersprachler seid und dann ist es vielleicht ein bisschen nervig, wenn da so ein Typ ganz langsam redet mit euch. Heute möchte ich mit euch darüber reden, wie ja, praktisch wie meine Erfahrung war mit den ersten Kommentaren, die ich auf YouTube bekommen habe. Ich sehe das an anderen YouTube-Kanälen, wenn ich so in die Kommentare schaue, dass da manchmal dass da manchmal Dinge gesagt werden, wo ich denke, so, was sind das? Sind das irgendwie jetzt alle sozusagen, worüber reden die? Also es scheint mir wenig konstruktiv bei anderen YouTube-Kanälen und ich möchte es eigentlich gleich von ganz Anfang an so haben, dass die Kommentare oder dass ich Leute anziehe, die auch intelligente Kommentare hinterlassen. Und da hatte ich schon einige gekriegt. Also einer hat zum Beispiel geschrieben, ich sollte keine Drogen nehmen und dann ein Video aufnehmen, was ich ein bisschen lustig fand. Und meine Reaktion war so, hey, mein erster Troll. Und ich habe mich wirklich gefreut, weil ich mir dachte so, ich werde früher oder später Trolle bekommen. Gerade Leute, die nicht wirklich verstehen, warum ich das mache, was ich hier mache, die nicht so wirklich den Sinn dahinter sehen und denen das vielleicht auch nicht gefällt, meine Art, wie ich das mache. Und anstatt einfach zu sagen, ja gut, gefällt mir nicht und ich gehe jetzt woanders hin, die das Bedürfnis haben, jetzt unbedingt einen Kommentar zu hinterlassen, wie doof das doch sei, wie zum Beispiel, hey, nimm doch keine Drogen und mach das Video. Das war interessant, dass, also ich habe mit meiner Mitbewohnerin, habe ich das gezeigt und ihre Herangehensweise war anders, dass sie eher fragt, so ja, was willst du uns mitteilen? Und im Nachhinein, also ich finde es jetzt nicht schlimm, also ich glaube, weiß nicht, ob ich diese Person erreichen kann mit meinen Videos, aber ich fand es interessant, wie sie eine Strategie gewählt hat, die ich eigentlich eher wählen möchte. Also ich will ja eigentlich selbst auf Leute, die irgendwie etwas schreiben, was für mich unverständlich ist oder wo ich nicht weiß, was dahinter steckt, hinter diesem Kommentar. Auf solche Leute will ich ja eigentlich, ich will ja erstmal das Beste annehmen. Will ja erstmal vom Besten ausgehen. Ja, der drückt sich vielleicht komisch aus, aber vielleicht hat er eine gute Nachricht. Also ich will jetzt nicht zu viel machen, also ich will da nicht jeden herbeigelaufenen Typen ernst nehmen. Aber zumindest am Anfang oder sozusagen, wenn ich merke, das sind viele Leute, die halt irgendwas, also wenn die jetzt untergehen in klugen Kommentaren, dann werde ich denen nicht viel Aufmerksamkeit schenken. Aber wenn es nur wenig Kommentare gibt oder alle Kommentare mir komisch scheinen, dann will ich schon so fragen, na okay, hat ja vielleicht einen Sinn, dass sie das schreiben oder es gibt zumindest einen Grund, ja. Also es kann zwar arschig sein, was die machen, aber trotzdem ist es ein Grund, auch wenn die vielleicht arschig sind. Und deswegen habe ich nochmal so überdacht, wie ich vielleicht mit Feedback umgehen will, ob ich vielleicht nicht ein bisschen mehr Neugier zeigen möchte und mehr Empathie, denn ich denke, gerade in der philosophischen Diskussion ist es ja wichtig, erstmal mit Neugier und Empathie dem anderen Menschen zu begegnen. Und vielleicht ein Grund auch, warum ich nicht jetzt unbedingt
Bock hatte, da jetzt irgendwie groß drauf einzugehen. Es gibt ja diesen Spruch, don't feed the Trolls, sozusagen ignoriere Trolls einfach. Ein Grund war auch, dass ich geschaut habe, was der Typ so alles so für Videos postet. Und ja, das schien mir ein Nazi zu sein, oder zumindest redet er gerne über Adolf Hitler. Was jetzt nicht unbedingt heißt, dass er Nazi ist, aber es schien mir halt nur so, okay, ja, was ist sozusagen, was ist da sein Deal sozusagen. Aber das hat mich dann daran erinnert, dass ich ja eigentlich, wenn ich es mir so überlege, gut finde, wenn man mit Nazis spricht und mit denen in Austausch kommt. Zum Beispiel aus folgendem Grund. Also, es gab zum Beispiel diese Aktionen auf Facebook, und wo irgendwie, der Titel war irgendwie, ja, 100.000 Likes gegen Nazi, und das war dann irgendwie ein Event oder eine Seite oder was auch immer. Das sollte man dann liken, damit man der Welt sagt, ja, ich bin gegen Nazis, oh, toll. Und ich habe das so gesehen und dachte mir so, nützt das überhaupt irgendwas? Sozusagen, wird da irgendein Nazi drauf stoßen und sich sagen dann so, oh, 100.000 Likes gegen Nazi, na, dann bin ich ja lieber kein Nazi mehr. So läuft das nicht, ja. Und ich denke, gerade wenn es halt mehr und mehr Nazis gibt, dann sollte man sich so als Gesellschaft fragen, oder als Individuum in einer Gesellschaft, oder viele Leute sollten sich fragen in der Gesellschaft, warum haben wir so viele Nazis und was können wir wirklich tun, um damit es weniger Nazis gibt, oder wie können wir irgendwie ja, also sozusagen, das heißt ja nicht, wenn man mit denen redet, heißt ja nicht, dass man das irgendwie gut heißt oder dass man mit denen übereinstimmt, sondern das heißt so, man, das ist ein Mensch, ja, und dieser Mensch, mit dem kann ich ihn sozusagen, den finde ich vielleicht, also es gibt vielleicht bei mir etwas emotional, wo ich denke so, ah, nein, eine widerliche Person, ja. Aber durch diese Einstellung ist ja eigentlich niemandem geholfen, ja. Durch all diese vielen, ja, Nazis raus, bababa, so. Ich mag den sozusagen, was dahinter steht, so, ja, die wollen keine Nazis, was ich verstehen kann. Ich will auch keine Nazis, dass es keine Nazis gibt. Aber es gibt nicht weniger Nazis, dadurch, dass du sagst, Nazi ist raus. Und eventuell ist es ja auch psychologisch so, dass sich ein Nazi, wenn ich mir so jetzt versuche, mich vorzustellen, so wie so ein Nazi vielleicht denkt, vielleicht ist es ja auch Teil davon, warum sie Nazi sind, weil sie dann sagen können, ja, irgendwie alle sind gegen mich und ich kämpfe aber dagegen, und dann hilft natürlich nicht so ein irgendwie, ja, ich rede nicht mit dir und so. Insofern vielleicht, also ich habe es bis jetzt nur einmal oder so ausprobiert und das war nicht wirklich, hat nicht wirklich viel gebracht, aber vielleicht, wenn man versucht, mit solchen Leuten in Kontakt zu treten und versucht zuzuhören, dann kann man da vielleicht was erreichen. Also sei es entweder, dass die Person, wo du dachtest, es wäre ein Nazi, dass die gar nicht so extrem ist und eigentlich gar nicht ein Nazi, sondern eigentlich nur über Dinge sprechen will, die in einer Gesellschaft tabu sind, oder das ist ein Nazi, und wenn man so ein bisschen, also der Nationalsozialismus oder Neonazismus, da hat ja auch so Sektenaspekte. Ja? Das heißt, eventuell ist es auch jemand, der Hilfe braucht, der da vielleicht teilweise dann raus will. Und wenn niemand mit ihm spricht, dann kann er da auch nicht rauskommen. Oder beziehungsweise jemand, der vielleicht noch nie Gegenargumente gehört hat. Ja? Dann ist es natürlich auch nicht möglich, dass diese Person da irgendwie wachsen kann oder irgendwie rauskommen kann oder so. Dann wird diese Person eigentlich nur diese ganzen Parolen von sich schmeißen und niemand sagt was dagegen, weil alle Angst haben oder niemand sich mit dem abgeben will. Und dann wird er natürlich weiterhin diese Parolen von sich schmeißen. Genau, und deswegen will ich halt offener sein, mehr auf die Leute zugehen, auch wenn die halt Dinge sagen, wo ich denke so, wovon redest du? Was? Ich verstehe überhaupt nicht, was du sagst. Und dann einfach ehrlich sein und sagen so, ich verstehe jetzt nicht, was du sagst. Was willst du mir mitteilen? Was willst du sagen? Das einfach mal erstmal ignorieren, was die Person sonst noch so sagt. Und natürlich, wenn es auf hart kommt, wenn du denkst so,
Nee, der, also da ist wirklich, den kannst du wirklich nicht erreichen. Ja, dann natürlich nicht mehr. Aber davor ist eventuell, kann man was erreichen. Und sei es nur, dass ein Nazi mehr denkt, so, oh, vielleicht, oder dass es vielleicht ein bisschen ins Wanken gerät, dieses Gedankengebäude. Genau, und das ist eigentlich bei jeder Philosophie so. Ja, sei es so eine Philosophie wie Narzissmus oder sei es halt irgendwie Etatismus oder sei es irgendein religiöser Mensch und so. Da denke ich, bei allen Menschen, also wie auch egal wie extrem diese Ansichten scheinen, denke ich, dass eventuell wirklich die beste Methode, um diese Leute zum Denken anzuregen, ist halt mit ihnen zu reden. Ja? Und ich denke, nur so kann das irgendwie gelöst werden. Also das beste Infektionsmittel ist das Sonnenlicht. Also einfach mal, okay, du hast diese Ideen, du hast diese Gedanken, okay, schauen wir mal hin. Ja, schauen wir mal hin, beleuchten wir das mal und dann können wir sehen, was dabei herauskommt. Ja, und also es ist für mich dann auch wird bestimmt sehr schwierig sein, aber ein anderer Gedanke, den ich auch habe, ist es vielleicht auch gut, oder zumindest hatte ich Erfahrung gemacht bei vielen Leuten, mit denen ich diskutiert habe, dass es gut ist, nicht zu sagen, ich habe diese Überzeugung und ich will jetzt den da überzeugen, dass der denkt, wie ich denke, sondern wir müssen gerade neugierig sein und sagen, hey, vielleicht kann der mir auch was beibringen, vielleicht kann der mehr dich, kann diese Person mich auch überzeugen und dann kommt man in einen Dialog und versucht gemeinsam sich auf die Wahrheitssuche zu machen. Ja? Wenn wir Philosophen sind, dann ist das ja unser Ziel, wenn wir uns auf die Wahrheitssuche machen. Und das erreichen wir nicht, indem wir sagen, ich habe Recht und ich will den anderen überzeugen, sondern man macht sich, das ist ein Miteinander. Das waren jetzt meine Gedanken. Ich hoffe, es war hilfreich für euch. Und mich würde auch sehr interessieren, was ihr davon hält. Lohnt es sich? Oder was ist eure Erfahrung? Und alle möglichen Gedanken, die ihr noch dazu habt, weil ich finde es ein sehr interessantes Thema. Und ich denke, das Thema ist wahnsinnig interessant. Und ich denke, mit einer besseren Einstellung oder mit einer neuen Strategie können wir damit auch sehr viel Gutes tun, weil so wie es jetzt gerade in Deutschland aussieht und mit den Neonazis und all sowas, es gibt, oder nicht nur die, es gibt halt viele Gruppen, wo ich den Eindruck habe, keiner will deren Argumente hören. Keiner will auf die hören, keiner will irgendwie auf die eingehen. Und dann wachsen diese Gruppen und wachsen und keiner geht auf die ein, keiner beschäftigt sich mit denen. Und das ist halt mit Pegida zum Beispiel so ist mein Eindruck von außen, also gerade von den Medien, da ist halt nicht sehr differenziert, es ist einfach nur, ja, die sind alle scheiße oder mit Leuten, die ich so rede, sind alle scheiße. Ich habe da nicht wirklich eine Meinung dazu, weil ich mich nicht wirklich mit denen beschäftigt habe. Dann gibt es das Trump-Phänomen, dass ich auch den Eindruck habe, irgendwie die Leute sind sich irgendwie in Anführungsstrichen alle einig, Trump ist scheiße und niemand spricht wirklich über diese Argumente. Ja, also so oder so mein Problem mit den Massenmedien, dass da gar nicht über Argumente gesprochen wird, groß, sondern einfach nur, ja, der ist scheiße, weil der hat das und das gesagt. Und gar nicht irgendwie so eine Begründung oder so eine Balance der Argumente. Gut, dieses Video, denke ich mal, war lang genug bis jetzt. Vielen Dank fürs Zuschauen und wie gesagt, Feedback ist immer willkommen und wir sehen uns morgen. Tschüss.